Hey Mann, was draußen? Ich bin's einfach bei herzlich willkommen zu einem neuen Videos-Kanal. Heute habe ich das letzte Produkt der aktuellen Matchtex-Extra-Serie der Bundesliga. Und zwar haben wir heute die Mega-Sammeldose. Wir haben ja Displays, Starter-Pack und auch schon Multipacks geöffnet und alles findet ihr auf unserem Kanal. Oben in der Infokarte werdet ihr auch nochmal die ganze Playlist mit allen Produkten finden. Heute haben wir also die Megatin, auf die bin ich echt gespannt. Wir haben hier 78 neue Karten mit 36 internationalen Stars, 18 Saison Superstars mit Autogramm, 18 Kader-Updates und 6 limitierten Karten. Also, die Tin ist vollgeladen, das Ganze kostet 14,99 €, ist natürlich von Topps. Hier haben wir die Bundesliga und die Zweitliga Logos und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. An der Stelle natürlich groß Dankeschön an Topps, die uns hier die Tin zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch die Karten vorstellen können. So wie ich das verstanden habe, haben wir hier 78 neue Karten, also alle Karten sind neu, alle Karten sind, soweit ich auch weiß, exklusiv zu dieser Tin. Ich finde das Design ziemlich nice. Wir haben hier Matchtex Extra, wir haben hier so eine Weltkugel mit den verschiedenen Flaggen. Also das Thema ist hier mit den internationalen Stars natürlich hier diese verschiedenen Länder. Hier haben wir die Bundesliga-Logos, paar Spieler haben wir drauf. An sich in diesem ganz schwarz, finde ich, ganz cooler Look. Hinten noch ein paar Infos und ja, ich würde sagen, wir beginnen und öffnen das Ganze mal. Und wir haben ein großes Päckchen. Und dann haben wir, glaube ich, hier, so wie es aussieht, noch eine kleine Checkliste. Das ist ganz nice. Das ist eine Checkliste nur für die Sammeldose. Hier haben wir nochmal die Spieler. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Die Karten müsstet ihr auch im Album finden. Im Matchtex Extra Album sind die auch noch drin. Aber hier nochmal eine kleine Checkliste mit den zweiten Bundesliga-Karten. Also jedes Team aus der zweiten Liga hat nochmal eine extra Karte bekommen. Dann eine Bundesliga-Saison-Superstars-Karten hat jedes Bundesliga-Team eine Karte bekommen. Und dann hier jedes Bundesliga-Team hat noch 2 internationale Stars. Das ist sehr, sehr nice. Und das sind unsere 6 Limis. Also, sehr, sehr nice. Coole Idee mit der kleinen Checkliste. Dann kommen wir zu dem Pack. Richtig, richtig fettes Pack. 78 Karten. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool, dass das auch exklusive Karten sind. Die Tin kam ja jetzt einige Zeit nach dem Päckchen erst raus. Und ich glaube, wären hier, sag ich mal, die Hälfte der Karten von der normalen Serie drin, dann hätten wahrscheinlich viele, die Tin aufgemacht haben, oder die meisten, hätten sehr, sehr viele einfach doppelt bekommen. Und so bekommen wir einfach neue Karten. Und ich finde das sehr, sehr cool. Das habe ich ja schon öfter erwähnt und ich finde es sehr cool, dass Topps das jetzt gemacht hat. So, ich würde sagen, wir beginnen einfach von oben nach unten. Wir schauen uns als erstes die neuen Limis an. Sehr, sehr nice. 6 Stück. Einmal hier den Superpokal. Nicht Superpokal, Supercup heißt der. Supercup für die Bundesliga. Dann haben wir Wout Weghorst für Wolfsburg, der ja auch richtig, richtig stark die Saison ist. Viele, viele Tore macht, trotzdem nicht zur Nationalmannschaft berufen wurde. Von hinten sehen die so aus. Ich finde hier, das ist auch ähnlich wie die Meisterschalendinger. Es wäre cool gewesen, wenn hier einfach ein Bundesliga-Logo. So in den letzten Jahren war immer ein Bundesliga-Logo hinten drauf. Ich finde, oder wenigstens hier irgendwie dann das Supercup-Logo. Aber hier mit so einer weißen Fläche sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Bei den normalen ist da natürlich das Logo. Dann haben wir hier den Code. Der schnellste von euch kann ihn einlösen in der App. Da haben wir den offiziellen Spielball von Derbystar. Dann haben wir Nastasic, Limi für Schalke. Gregor Kobel, den Keeper für Stuttgart. Und dann haben wir noch den offiziellen Spielball in der Winter Edition. Also hier zweimal den Ball, einmal normal, einmal in der Winter Edition. Coole Idee. Wie gesagt, hier 6 Limis in der Tin. Finde ich einfach stark. Also coole Idee. So, dann machen wir weiter mit den Zweitligisten. So. Das sind jetzt 18 Update-Karten, beziehungsweise nicht mal Update, sondern einfach weitere Karten. Also die Zweitligisten haben alle hier nochmal eine extra Karte bekommen mit Florian Ballas hier für Aue. Dann haben wir Buriello, Gersbeck. Dann haben wir Weckisser, Robert Teschke oder Tesche. David Raum. Sehr, sehr nice. Der jetzt bei der U21 EM mitspielt, glaube ich. Taffertshofer, Julius
Biada, Fabio Kaufmann, Dudjak für Hamburg, Chris Führich, Hermann, Lars-Lukas May, der Youngster, ausgeliehen vom FC Bayern zu Darmstadt. Sehr cool mit seiner ersten Magic-Karte. Cesar, dann haben wir Dasha, Simon Fallett hier, von Eintracht Frankfurt zu Hannover gewechselt. Sabri Zing, die nächste Leihgabe von Bayern zu Nürnberg, wobei ich glaube, im Winter ist er sogar zurückgekehrt. Und Jason Lee, der richtig gut aufspielt für Kiel diese Saison, wird wohl im Sommer Kiel verlassen. Vielleicht in die Bundesliga, mal schauen. Dann schauen wir uns jetzt die Saison-Superstars an. So sehen die aus. Sehr glitzernd, sehr viele Sterne. Passt natürlich zum Thema Superstar. Hinten sehen normal aus. Sehr, sehr cool. Da haben wir hier so einen Stern. Und aus dem Stern kommt sozusagen der Spieler. So, also ähnlich wie hier bei den Limis, wo wir hier diesen Rahmen haben und die Spieler da rauskommen. Oder zum Beispiel auch bei den Club 100s. Ich habe hier von der normalen Serie hier den Club 100 von Kostic. Da kommt er aus der 100 sozusagen raus. Ich finde es ganz cool gemacht dieses Jahr. Hier haben wir halt den Stern. Und hier kann man es auch ganz gut erkennen, ist noch das Autogramm drauf gedruckt. Natürlich ist es nicht jede Karte handsigniert. Das wäre natürlich, wär natürlich noch geiler gewesen. Aber ich glaube, dann hätte es nicht viele Boxen geben können. Aber hier mit dem Autogramm drauf. Richtig coole Idee, finde ich. Ja, also als erstes haben wir hier Giekiewicz für Augsburg. Dann haben wir Niklas Füllkrug. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass man das Autogramm erstmal auf Erzweg sieht, sonst nicht, aber dann im Licht scheint es nach vorne. Also hier so Silber, sehr cool. Dann Kevin Vogt für Hoffenheim, Boetius, Kunja, Erling Haaland darf natürlich nicht fehlen hier mit seinem Autogramm drauf. Sebastian Andersson. Jonas Hofmann, Herr Friedrich, Daich Kamada, der hat hier ein cooles Autogramm, Halzenberg, Lewandowski, sehr, sehr nice, dann haben wir Hartl, Höfler, Tabsoba, ein Autogramm, wäre cool, wenn es den mal dann vielleicht bei der neuen Chrome-Serie geben würde auch, Mascarell ist dabei, Prekalo ist dabei und zuletzt noch Marc-Oliver Kempf. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zur letzten Kategorie. Und zwar sind das die International Stars. Und die, finde ich, sehen auch sehr, sehr cool aus. Also die Karten sind echt cool. Fast alle haben irgendwie, bis auf die Zweitliga-Karten, haben alle so einen Glanzeffekt. Ja, so sehen die aus. Michael Gregoritsch und Finn Bogason sind die beiden für Augsburg. Wie gesagt, zwei pro Bundesligist. Und was man, glaube ich, ganz cool auch auf der Kamera sehen kann, die sieht zwar auf den ersten Blick aus wie eine Basekarte, aber hier die Nummern und auch hier die Hintergrund, die Flagge und auch hier die Schrift, die glänzt alle. Und mit der Flagge im Hintergrund, im Graffiti-Look so ein bisschen, ah, das sieht, die sind echt cool designt. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr erfreut und ich feiere diese TIN. 15 Euro, ihr bekommt 78 Karten, fast alle Karten glänzen oder glitzern und sind einfach nice. Also ich finde, die sehen sehr, sehr schön aus. Und ja, finde ich eine gute Idee. Props an Tops. Sehr, sehr cool gemacht. Und ja, gerne für die nächsten Songs wieder sowas. Also, finde ich cool. Dann haben wir also, wie gesagt, Gregoritsch, Finn Bogason. Dann für die Hertha haben wir Toussaint hier mit der Frankreich-Flagge und Poyan. Vielleicht haben wir doch nicht zwei pro Team. Vielleicht sind die auch nicht alle sortiert. Mal gucken. Also, erstmal nur einen von Hertha. Dann haben wir Poyan Palo und dann ist das Serrado Becker für Union, Nilsson und Edmundsson für Schweden und Island. Dann haben wir Rashica für Bremen, Jadon Sancho und Thorgan Hazard, Philipp Kostic und André Silva, sehr, sehr nice. Grifo, Kalle Rabik, Sko, dann haben wir Duda, Sebastian Andersson, Klostermann, also ein paar Deutsche sind auch dabei, Dani Olmo, Schick, Fernandes, Jan Sommer, also zwei Schweizer direkt hintereinander, noch Marcus Thuram, Leroy Sané, Ravi Matondo, Gonzalo Paciencia, Bona Sosa,
Kaminski, Schlager und dann haben wir jetzt hier noch die anderen. Markus Kunja, Yuya Osako, Nguan, Kunde, Alfonso Davies, Arangis und dann Jonathan Tah. Und das mit den US-Sternen da im Hintergrund, die sehen echt nice aus. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr, ich finde sie sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, warum jetzt manche hier erst am Ende dabei waren und nicht aber im anderen Club, vom Club. Aber die Karten sehen extrem nice. Also von mir, ich habe wirklich durchaus nur positive Sachen zu der Box zu sagen. Also falls ihr die noch nicht geholt habt, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Gibt es überall im Handel und natürlich auch bei Topps im Online-Shop. Ja, also viel mehr habe ich nicht zu sagen. Das sind die Karten, die Saison-Superstars, die internationalen Stars, Zweitliga-Karten und 6 Limis. Dazu noch eine coole schwarze Tin und die Checklist natürlich auch noch. Ja, die werde ich natürlich jetzt ins Album einsortieren. Da gibt es bald auch nochmal das Mappen-Update. Hoffentlich das Finale. Nur noch ein paar wenige fehlen, aber da bin ich gerade dabei, die noch zu besorgen. Und ja, vielleicht haben wir dann hoffentlich das komplette Album. Das kommt dann als nächstes. Das war es auf jeden Fall von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen nach oben wäre natürlich sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei United. Ciao, ciao.